Herzlich willkommen zu der zweiten Folge des Explore Yourself Podcasts meiner Reisen-Learnings. Und falls du jetzt die letzte Folge noch nicht gehört hast zu meinen Reise-Learnings, dann lade ich dich dazu ein, bevor du diese Folge hörst, einmal zurückzugehen und die erste Folge noch zu hören, weil hier werde ich nämlich noch den zweiten Teil oder die zweiten weiteren Punkte mitgeben, die ich bisher auf meinen Reisen lernen durfte. Dementsprechend lade ich dich dazu ein, wie gesagt, nochmal reinzuschauen. Und die Folge verlinke ich ja auch unten drunter nochmal, damit du sie dir in voller Länge anhören kannst. Aber ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß nach dem Intro mit der zweiten Folge, mit meinen Learnings aus meinen Reisen, was ich erfahren durfte, was für mich wichtig war, was ich mitnehmen durfte. Und genau, Matsch lauf an dich und viel Spaß. So, zweiter Teil meiner Reisefolge, was ich denn auf meinen Weltreisen bisher mitnehmen durfte, lernen durfte über mich, über die Welt, über ganz viele Dinge. Und es ist unglaublich viel gewesen. Ich habe jetzt auch noch nicht, glaube ich, alle Punkte aufgeschrieben gehabt, die mit dran kamen. Aber ich versuche einfach jetzt mal, die weiteren Punkte mitzugeben, die ich bisher auf meinen Reisen erleben durfte. Und zwar, für mich war einer der wichtigsten Punkte, mehr in Lösungen anstatt in Problemen zu denken. Weil was wir oftmals bei uns in unserer westlichen Welt mitgegeben bekommen, ist, dass Dinge passieren. Und was sehen wir oftmals direkt? Wir sehen einfach das Problem. Ja, wir konzentrieren uns auf das Problem. Also ich nenne es nicht mehr gerne Problem, sondern eher Herausforderung. Ja, das Leben schenkt mir ein Thema, ja, oder Thema musst du nicht Herausforderung nennen, sondern ein Thema. Und jede Herausforderung, die du bekommst, ist immer schon direkt eine Lösung integriert. Wenn ich aber weiß, dass es schon bereits eine Lösung existiert und ich ja nicht in dem Thema stecken möchte, ja, wichtig nochmal zu unterscheiden, wenn du gerade eine Herausforderung hast und es schmerzt für dich, leb diesen Schmerz aus, geh in die Herausforderung rein, leb die Herausforderung aus, aber suhl dich nicht zu lange, unnötig lange in der Herausforderung, sondern lerne dann möglichst schnell für dich in einer Lösung zu denken. Ja? Herausforderung gesehen, angenommen, ausgelebt, Lösung. Was kann ich tun? Was ist jetzt meine Alternative? Welche Veränderung möchte ich einladen in meinem Leben? Was hat mich zu diesem Punkt gebracht, zu dieser Herausforderung, dass ich jetzt anders machen darf? Und lösungsorientiert zu denken ist eine Sache, die man sich aneignen kann. Es ist kein Talent, es ist keine Eigenschaft, die du mitgegeben bekommst, sondern das kannst du dir aneignen, indem du dich bewusst, was ich schon in der ersten Folge erwähnt hatte, deinen Ängsten stellst, deinen Herausforderungen stellst und in diesen Herausforderungen, ja, erkennst, dass es immer eine Lösung gibt und direkt erkennst, dass du immer in Lösungen denken kannst. Und dadurch kannst du in deinem Leben sehr, sehr viel Leid, unnötiges Leid, ja, nicht alles an Leid ist, ich sag mal, abzuwenden, aber unnötiges Leid kannst du abwenden oder kannst du vermeiden. Und damit kannst du unnötiges Leid in deinem Leben minimieren, um somit mehr Leichtigkeit in deinem Lebensprozess zu gewinnen. Und das hat mir sehr, sehr geholfen dabei, anders zu denken über das Leben in manchen Momenten, in manchen Situationen. Ja, und auch nicht immer funktioniert das, möchte ich auch mitgeben, dass du nicht denkst, ich bin perfekt, nicht immer kann ich das. Ja, es gibt viele Situationen, die neu für mich sind und dann kann ich es auch nicht immer. Und ich darf mich auch immer wieder darin üben, aber ich kann es umso besser, umso öfter ich das mache. Dann ist eine Sache, die gebe ich auch meinem Mentoring mit. Und da lerne ich das den Menschen auch nochmal genauer und besser. Weil ich bin manchmal in Länder gekommen, wie Südafrika, Sri Lanka, Bali war das weniger Fall, aber in manchen Ländern von Südmittelamerika, wo die Menschen echt wenig hatten. Ich weiß noch, in den Slums von Südafrika teilweise, ja, wo du in Orte kommst, wo einfach nur Blechhütten stehen, wo Menschen, 10 Familien sich zusammen eine Toilette teilen, in der Blechhütte draußen, irgendwo im Garten, ja, mit einem Plumpsklo. Und im ersten Moment stand ich dort, habe mir das angeschaut und dachte mir, oh, die Menschen, die tun mir echt leid. Also kam so ein Gefühl von Mitgefühl, mit Trauer bei mir im ersten Moment. Und ich dachte dann, als ich das reflektiert habe für mich, wofür habe ich das Recht? Oder woher weiß ich denn, ob diese Menschen wirklich
schlechter, ob es dem schlechter geht als mir. Woher habe ich denn das Recht zu behaupten, dass ich ein besseres Leben führe als diese Menschen? Aufgrund der Umstände, die sie haben? Ich glaube nicht. Und ich durfte dann auch durch viele Gespräche mit Menschen dort vor Ort erkennen und lernen auch, dass Menschen dort, die weniger besitzen, teilweise glücklicher und reicher sind als Menschen mit der größten Villa und dem größten Auto und dem größten Einkommen hier in unserer westlichen Welt. Warum? Weil sie keinen äußerlichen Reichtum, sondern innerlichen Reichtum besitzen. Und nicht äußerlicher Reichtum macht dich frei, sondern innerlicher Reichtum. Ja, du darfst lernen, in dir selber eine andere Connection aufzubauen. Du darfst lernen, dich selbst mehr kennenzulernen. Ja, dich selbst zu reflektieren, was ich schon in der ersten Folge gesagt habe. Und Menschen dort setzen sich ganz anders mit sich selbst auseinander. Sie sind jeden Tag mit Herausforderungen konfrontiert und müssen dadurch lernen, ja, lösungsorientiert zu denken, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und diese Menschen sind dankbar für das, was sie haben, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Auch wenn es nur am Tag ist, dass sie überhaupt früh aufstehen dürfen. Sie haben nicht mehr, sie sind nicht vernebelt von den ganzen Ablenkungsdingen, die wir heutzutage hier haben, von ich kaufe dies, ich kaufe das und ich habe dies und ich habe das und ich brauche noch mehr Geld und ich brauche das Auto noch und dann brauche ich noch den Partner und der ganze Zuckerkonsum und so weiter und so fort. Die Menschen sind nicht so abgelenkt wie wir. Und wir betäuben unsere innere Stimme, die dankbar sein könnte dafür, dass du am Morgen einfach aufstehst, dass du da draußen, so banal das klingt, aber einfach die Sonne siehst, ja, dass du einatmen darfst, dass du überhaupt riechen darfst, dass du sehen darfst. Diese Menschen haben ein ganz anderes Gefühl zu der Dankbarkeit, Bezug zur Dankbarkeit, weil sie at rock bottom sind. Sie sind unten angekommen für sich. Also sie haben dort nichts, was sie ablenkt. Ich möchte nicht sagen, dass sie unten angekommen sind. Sie haben einfach nichts, was sie ablenkt in ihrem Leben. Dadurch sind sie mit der Essenz verbunden. Sie sind mit dem verbunden, was wirklich bei uns in der Welt existiert. Und das ist einer der größten Reichtümer, den wir als Menschen besitzen können. Ja, und das ist ein Learning auf einer anderen Ebene, was ich Menschen bei mir in meinem Mentoring mitgebe, was man erstmal wirklich verstehen darf. Ja. Dann möchte ich einen Punkt noch teilen, den Punkt möchte ich teilen, weil das bei sehr vielen Menschen passiert, aber ich muss sagen, bei mir war es jetzt noch nicht so groß, die Veränderung. Also schon ist schon viel passiert, ja, definitiv. Aber ich merke, dass ich da auch noch meine Herausforderungen habe. Und zwar, es ist Offenheit und auf andere Menschen zuzugehen. Also ich würde sagen, noch eine meiner größten Ängste, und da darf ich mich an meine eigene Nase packen, auch hier in dem Fall, ist, auf Menschen zuzugehen, neue Kontakte zu knüpfen. Und eigentlich ist es auf Weltreise auch ganz einfach, ja. Wenn du in Hostel schläfst, wenn du an belebte Orte gehst, dann kannst du es auch sehr, sehr gut machen, kommst du leicht ins Gespräch. Ich bin nur sehr, sehr oft auch in Airbnbs gewesen, habe sehr viel Zeit mit mir alleine verbracht bisher, weil ich meinen eigenen Heilungsweg gerade gehen durfte. Und da durfte ich, deswegen darf ich noch lernen, mehr Offenheit einzuladen. Aber ich kann dir versprechen, wenn du auf Reisen gehst, das weiß ich von ganz vielen Menschen, die diese Erfahrung bereits sammeln durften, mit denen ich gesprochen habe, wirst du lernen, automatisch in Hostels oder in Umgebungen, wo viele Menschen sind, dass du nicht anders kannst, als neue Kontakte zu knüpfen und dich zu öffnen und dich nicht in deinem Schneckenhaus zu verkriechen, sondern rauszugehen, ja, neue Kulturen, Menschen kennenzulernen, anderes die Welt zu sehen und so weiter und so fort. Du wirst ganz anders offen gegenüber dem Leben sein. Und das ist eine Sache, die Offenheit gegenüber dem Leben durfte ich definitiv lernen. Die Offenheit gegenüber von manchen Menschen, ja, nicht allen, aber manchen Menschen, vor allem deutschen Menschen, habe ich noch Herausforderungen. Menschen, die aus dem Ausland kommen, fällt es mir leichter, aber in Deutschland noch etwas schwerer. Aber darf ich dran arbeiten? Ich bin nicht perfekt. Genau, und das möchte ich dir ein Stück weit mitgeben, dass das ein Riesenpunkt ist, weil ich kann dir versprechen, wenn du es dir schwer tust, das ist noch ein Learning, was ich noch hier mit reinnehmen möchte, dich zu Hause in deinem Umfeld zu verändern, weil da alles gleich ist, die Menschen kennen dich und so weiter und so fort, dann geh an einen Ort, wo dich kein Mensch kennt. Und das tust du auf der Reise. Und da kennt dich kein Mensch. Du könntest einen neuen Namen annehmen. Du könntest ein anderes Alter einnehmen für dich. Du könntest, ja, bei mir war das damals noch Neuseeland. Ich habe vorher nicht geschafft, meine Stimme, ich hatte eine sehr hohe Stimme damals gehabt, zu verändern vorher zu Hause. Ich bin am Flughafen, Kumpel war mit dabei,
Und ich habe gesagt, ab dem Zeitpunkt, ich spreche mit meiner normalen, tiefen Stimme, die ich jetzt auch habe. Und ich konnte es erst dort machen, weil mich keiner mehr gekannt hat aus meinem Kumpel. Keiner hat mich mehr gekannt. Und da habe ich gedacht, wenn mich doch eh keiner kennt, dann kann ich doch einfach so sein, wie ich bin. Wenn ich es zu Hause vorher nicht schaffe, dann gehe ich an einen Ort, wo mich keiner kennt und verändere mich dort und komme damit dann gestärkt zurück, weil ich dann in mich vertrauen kann. Und diese Offenheit einzuladen, gegenüber von sich selbst auch, von der Neugierde, von der Veränderung auf was Neuem, ist eine Sache, die Game Changer, wirklich, wirklich, ja. Wenn du da was verändern möchtest in deinem Leben und du nicht weißt, wie, geh auf eine Reise. Du wirst, ich kann dir versprechen, du wirst von keiner einzigsten Reise, und das ist ein Versprechen, was ich dir geben kann, du wirst von keiner einzigsten Reise, von keiner, genauso zurückkommen, wie du losgegangen bist. Und das ist, ich gebe ungern Versprechen, aber dieses Versprechen kann ich dir mitgeben, ja. Ich denke manchmal auch immer, es ist nicht viel passiert, und ich komme nach Hause und ich merke, wie viel passiert ist im Nachgang. Und es ist immer richtig viel passiert. Und das kann ich dir immer wieder mitgeben und versprechen. Alright. Dann kann ich einen Punkt noch, der wichtig ist, ist Inspiration, ja. Dass du gehst manchmal, du lebst manchmal in Deutschland in deinem Alltagstrott. Du gehst zu deinem gleichen Job, hast jeden Tag das Gleiche, was du durchlebst. Und du gehst auf eine Reise, hast jeden Tag neue Menschen, jeden Tag hast du neue Orte, jeden Tag hast du neue Dinge, die du erlebst, die du siehst. Und das inspiriert dich ungemein. Du veränderst deine Sicht auf das, was du möchtest, richtig stark. Ja, du wirst neue Ideen dazu gewinnen in deinem Leben. Was ist denn überhaupt möglich? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals in Portugal saß und Inspiration gesammelt habe von Menschen, die seit 8 Jahren auf Reisen sind. Ich mir dachte, hell what? 8 Jahre auf Reisen, wie soll das gehen? Diese Menschen haben mich inspiriert, diese Menschen haben mir neue Ideen eingepflanzt. Die Menschen, die haben, was ein Punkt noch ist, wo ich gleich darauf eingehen möchte, haben mein Weltbild verändert. Und das ist mir auf Reisen passiert. Natürlich kann dir das auch zu Hause auf eine gewisse Art und Weise passieren, aber schau mal, dein Umfeld, wo um dich herum in diesem Area lebt, wo du auch lebst, die ticken ja meistens nicht gleich, aber ähnlich wie du, weil ihr euch ja in den ähnlichen Gefilden und Mustern begebt. Geh aber mal in ein Land, wo alles anders funktioniert, wo Straßenregeln, allgemein, wo es vielleicht gar keine Regeln über gewisse Dinge gibt, wo alles anders läuft. Diese Menschen denken anders, die leben anders, die sprechen anders, die tun alles anders. Und diese Menschen werden dein Weltbild, dich selbst verändern. Die werden dich inspirieren. Die werden neue Ideen dir wachsen können, was überhaupt alles möglich ist. Und ich sage immer so gerne den Spruch, das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Und du glaubst noch nicht, zu was du eigentlich wirklich in der Lage bist, wenn du anfängst, mal aus deiner Komfortzone herauszugehen. Der nächste wichtige Punkt für mich ist, Wertschätzung und Bescheidenheit. Dankbarkeit ist schön, ist wichtig. Und da wäre ich gerade ein bisschen, ja, auch berührt es mich gerade wieder, wenn ich darüber nachdenke, was ich auch wirklich für Leid manchmal gesehen habe auf dieser Welt, ja. Was ich erleben durfte in dieser Welt. Und ich mir dachte, warum bist du zu Hause manchmal nur so unglücklich, Michael? Und ich verliere das. Ich bin auch ganz ehrlich, sobald ich längere Zeit zu Hause bin, verliere ich das manchmal ganz, ganz schnell, diesen Gedanken, weil wir zu Hause ganz schnell in unserem Trott wieder zurück sind. Aber geh mal raus in die Welt und schau dir mal an, unter welchen Umständen manche Menschen leben möchten. Und da möchte ich jetzt nicht davon reden, von dem Punkt, wovon ich vorher gesprochen habe, Dankbarkeit, sondern Menschen, die wirklich nichts haben. Die haben gar nichts. Sie haben nicht mal was zu essen. Die haben Krankheiten. Ich weiß nicht, was für Krankheiten alles. Die nicht wissen, wie sie den Tag überleben sollen. Gibt es hier in Deutschland auch. Aber trotzdem haben diese Menschen in Deutschland die Möglichkeit, von einem System aufgefangen zu werden, wenn sie wollen. Aber diese Menschen dort haben kein System. Die haben niemanden, der sie auffängt. Sie sind dem, was da gerade ist, einfach wahllos ausgeliefert. Und gleichzeitig geht es auch nicht nur um andere Menschen, wie die leben, sondern auch um Lebensumstände, wie man leben kann. Und es sind Kleinigkeiten manchmal, auch nur wie einfach nur einen Kleiderschrank zu haben, eine Toilettenspülung zu haben, die einfach funktioniert, wenn du draufdrückst. Ja, dass du nicht hoffen musst, dass dein Stuhlgang da jetzt für die nächste halbe Stunde in der Toilette ist, weil die Toilettenspülung einfach nicht funktioniert, weil kein Wasserdruck da ist. Oder dass du dich unter die Dusche stellst, da kommt genug Wasser raus, nicht nur drei Tropfen.
Ja, das sind Umstände, die kennen wir hier in Deutschland gar nicht. Dass wir in den Supermarkt gehen, wir haben 10.000 verschiedene Möglichkeiten, was wir einkaufen wollen. Und du bist dort froh, wenn du eine Sorte hast und fertig, ja. Wertschätzung und zu verstehen, wo mein Platz in dieser Welt ist und zu erkennen, wie klein ich im Gegensatz zu dem Großen bin, was da draußen existiert. Und ich würde sagen, diesen Punkt, den kann ich dir schwer hier erklären, den musst du erfahren haben. Den kann all das, was ich sage, auch die Dankbarkeit, das sind Dinge, die kann ich dir nur hier versuchen, in Worte wiederzugeben, aber es benötigt manchmal wirklich eine Erfahrung dazu, weil Wissen kannst du viel, aber Wissen ist nicht Macht. Machen ist Macht. Denn Wissen wird durch eine Erfahrung zu einer Weisheit. Und ja, das ist ein Punkt, der mich sehr beschäftigt, weil ich weiß, wie privilegiert und groß wir leben hier in dieser Welt. Ja, und das kommt jetzt gerade wirklich aus dem Herzen heraus, weil ich Menschen gerade dadurch in meinem Kopf habe, die ich sehr ans Herz geschlossen habe, sehr zu lieben gelernt habe, die, ja, ich gerne mehr unterstützen würde, und ich hoffe auch durch meine Arbeit, es eines Tages noch mehr tun zu dürfen, diese Menschen unterstützen zu dürfen. Genau. Dann dein eigenes Weltbild kreieren. Habe ich mir aufgeschrieben. Ich musste jetzt gerade erstmal gucken, was ich wieder wollte, weil ich jetzt gerade so in meiner Bubble drin war und an diese Menschen gedacht habe und an die Situation gedacht habe. Du wirst durch Reisen dein Weltbild total verändern. Du denkst dir manchmal, du kriegst hier ein Bild von der Welt mitgegeben, wo es zum Beispiel heißt, boah, pass auf, wenn du dorthin gehst, da ist gefährlich und die Menschen, die sind nicht so gut und das und das. Und dir wird überall Angst eingeredet und die Welt ist ja so schwierig und so schlecht und so weiter. Es wird ja alles in den Medien propagiert und eingeredet und in der Gesellschaft erzählt. Aber geh mal raus in die Welt und bereise sie mal. Länder, die angeblich so gefährlich sind und die ja so schlecht sind und wo die Menschen ja so unfreundlich sind. Es kommt immer darauf an, wie bist auch du ein Stück weit, ja? Nicht immer, aber wie bist auch du gegenüber diesen Menschen? Und diese Welt ist nicht so schlecht, wie du glaubst. Ich durfte sogar erfahren, dass die Welt in vielen, im Großteil, in über 90% der Fällen, 95% der Fällen besser ist, als sie da hier dargestellt wird. Ich durfte mein eigenes Weltbild da draußen kreieren. Ich durfte selber verstehen, was ist denn wirklich da draußen los in der Welt, ja? Und dürfte verstehen, dass Menschen überall auf der Welt hilfsbereit sind. Hier in Deutschland und in anderen Ländern. Es kommt immer darauf an, wie gehst du mit den Menschen um? Bist du mit so den Menschen hilfsbereit, liebevoll, respektvoll? Ja, respektierst sie, dass sie in diesem Land leben und nicht du? Dass sie dort Einheimische sind, dass sie ihre eigenen Regeln haben? Dann wirst du auch merken, dass diese Menschen auch dich respektieren. Es ist immer ein Geben und Nehmen, das wir mitnehmen dürfen. Und das durfte ich auf der Reise auch lernen, mein Weltbild zu verändern, zu kreieren. Ja, und was mir gerade noch einfällt, auch nochmal zum Thema Wertschätzung und Bescheidenheit, es sind auch Kleinigkeiten, wie einfach nur, dass du dein Wasser weißt, du kannst es hier aus dem Wasserhahn trinken. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Lebensmittelinfektionen in anderen Ländern hatte, vielleicht aufgrund des Wassers, weil vielleicht auch gewisse Gemüsesorten nicht richtig gewaschen wurden oder was auch immer. Ich bin auch ein bisschen naiv, was das Ganze betrifft, muss ich auch noch mit dazu sagen, natürlich, ja, ich bin jetzt nicht so gründlich. Also ich gehe auch manchmal einfach auf Dinge drauf ein und probiere mich aus. Ja, könnte man natürlich auch manchmal besser machen. Aber ich möchte trotzdem sagen, es ist ein Riesenprivileg, was wir Deutschland hier haben, ja, an Lebensstandard. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und den letzten Punkt, den ich noch mitgeben möchte, ist eine Sache, die mich heutzutage in meinem Leben sehr beschäftigt, weil es sehr viel Leichtigkeiten im Alltag schenkt. Ja. Und das ist eine Sache, die kannst du auch, wenn du nicht reist, schon auf dich übertragen. Und zwar dich mal zu fragen, was du wirklich brauchst, um wirklich zu leben. Weil wenn du reisen gehst und du bist mal ein halbes Jahr, ein Jahr, 1,5 Jahre unterwegs und du hast nur einen Rucksack dabei, dann wirst du merken, dass du gar nicht viel zum Leben brauchst. Was du wirklich zum Leben brauchst, passt manchmal in einen Handgepäcksrucksack, wenn überhaupt. Wenn du wirklich ehrlich bist. Alles darüber hinaus ist Luxus. Und du lernst dich von einer ganz anderen Art und Weise kennen. Und ich bin aktuell gerade dabei, meine Wohnung einzurichten. Und ich habe vorher alles aussortiert. Ich habe vielleicht 5, 6 Kisten dabei, ein paar Möbelstücke. Und ich werde die Wohnung auch möglichst minimalistisch einrichten, weil alles an Besitz mich mittlerweile stresst. Umso mehr ich besitze, umso mehr stresst es mich. Umso mehr Möglichkeiten ich habe, umso mehr bin ich gestresst.
Weil du ja zwischen all den Möglichkeiten, die du hast, zwischen 100.000 Klamotten, ja, musst du ja immer wieder auswählen, was ziehe ich an, was möchte ich davon, passt mir das heute, passt mir das nicht. Wenn du nur eine geringe Auswahl hast, dann hast du auch nur weniger Entscheidungen zu treffen. Weniger Entscheidungen sind weniger Stress am Ende. Und es geht mit Minimalismus, möchte ich dir nicht sagen, dass du gar nichts mehr besitzen darfst, sondern mit Minimalismus bedeutet, was benötigst du wirklich noch, um zu leben? Ja. Was ist das, was du wirklich noch brauchst? Und das bedeutet damit nicht, dass du keinen Luxus mehr besitzen darfst, sondern wenn du eine gewisse Art von Luxus noch benötigst, weil es dir einfach gut tut, dann darfst du noch besitzen. Aber brauchst du wirklich 10 Uhren? Langt dir nicht auch eine Luxusuhr? Brauchst du wirklich 3 Autos? Langt dir nicht auch ein Auto? Brauchst du wirklich die Riesenvilla oder langt dir nicht vielleicht auch eine 2-3 Zimmer-Wohnung, weil du einfach den restlichen Platz sonst unnötig gar nicht benutzt? Ja? Und in dem Moment fallen auch deine ganzen Ausgaben in deinem Leben. Du wirst viel weniger Geld benötigen. Und du bist dadurch viel freier innerlich und äußerlich, weil du dadurch viel mehr Möglichkeiten hast, finanziell und auch örtlich. Du bist nicht mehr an den ganzen Ballast gebunden, den du hast. Und das ist eine Sache, die Reisen mir immer noch unglaublich stark lernt und ich immer wieder und bewusst darauf auf die Sache gerade eingehe, weil ich mich nicht mehr mit zu viel Ballast anketten möchte, sondern ich möchte mit dem Minimalistischen, was ich benötige, wirklich leben, weil ich nicht mehr brauche. Und dazu lade ich dich mal ein, das in deinem Leben auszusortieren, mal anzufangen, dein Leben auszusortieren auf ganz vielen Ebenen. Und du wirst merken, dass Reisen, und das ist ein Punkt, gar nicht so schwer sein muss, wenn du anfängst, dein Leben auszusortieren und zu verändern. Yes. So, es war jetzt auch nochmal eine zweite lange Folge gewesen. Ich hoffe, dass du hier auch nochmal einiges für dich mit rausnehmen durftest. Es sind sehr, sehr viele Dinge. Ich glaube, mir würden jetzt auch noch ganz viele weitere Themen einfallen, weil ich habe mich unglaublich stark verändert auf dieser Reise. Aber es waren also die Punkte, die mir in allererster Linie eingefallen sind. Vielleicht mache ich auch irgendwann noch eine weitere Folge, falls mir noch mehr Punkte einfallen. Aber ich hoffe, das hat dir auf jeden Fall geholfen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über ein weiteres Feedback von dir freuen. Ebenfalls würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mal mit mir teilst. Du kannst es gerne auf Instagram tun oder auf YouTube. Was du denn auf deinen Reisen bisher lernen durftest, wenn du schon gemacht hast, oder was dich denn von Reisen auch interessieren würde. Was du auch von den ganzen Learnings hältst, die ich jetzt hier mit dir geteilt habe. Deswegen würde mich einfach mal deine Meinung sehr davon interessieren. Ich wünsche dir jetzt einen, bei mir ist jetzt schon fast 0 Uhr, einen wundervollen Tag, Nacht, wann auch immer du das für dich anhörst. Ich sende dir ganz viel Liebe, eine feste Umarmung. Ich hoffe, dass du rausgehst, deine Träume verwirklichst, dass du hinter dem stehst, was du möchtest, dass du dich kennenlernst, dass du dich erlaubst, dass du dir erlaubst, der zu sein, der du sein möchtest. Ja, das ist mir wirklich ein ganz, ganz großer Herzenswunsch. Und dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wie gesagt, was auch immer gerade bei dir ist, würde mich über eine Bewertung, Spotify, YouTube, überall freuen von deiner Seite, dass du mich bei meiner Arbeit unterstützt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Much love, dein Michael. Mach's gut und ciao, ciao.